So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Es ist Pokalzeit. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt übrigens noch. Zwei Tage fällt er aus. Ja, das wird schon immer wieder ein Glückwunsch-Telegramm unseres tollen Kooperationspartners, der allerdings kein Interesse an den Spielern unserer zweiten Mannschaft hat. Ja gut, dann halt nicht. Ne? Ihr könnt Davies nochmal anbieten, aber den wollen sie ja nicht, ne? Nö, denn nicht. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall ist Davies mal hier mit einer 63 mittlerweile schon ganz gut dabei, ne? Spielerinfo. Ja. Das könnte der legitime Nachfolger von Arnautovic werden, ne? Wenn er sich ranhält. Hoffen wir mal, dass das was wird. 2019 hat der Vertrag. Muss ich ein bisschen beweisen auf jeden Fall. Das geht jetzt nicht einfach, das wird ihm nicht in den Schoß fallen. Ja, 18 Millionen, ne? Die sind hier bald bei 18 Millionen. Scheiße, er hat die Schnauze voll von uns. Ja, der will natürlich zu den Hotspurs, ne? Ganz klar. Wo sind die denn? Tabellenzweiter aktuell. Boah, die haben Neymar. Ich werde bekloppt. Scheiße. Ja, was willst du machen, ne? Wir fordern 18,5. Wenn sie das zahlen, dann kriegen sie ihn. So einfach läuft's im Business. Boah, wir sind gescheitert. Puh. Schwein gehabt. Gut, Kirchhoff wird es nicht freuen, ne? Ganz klar. Aber ja, da bin ich einfach mal Egoist und freue mich persönlich sehr darüber, dass Kirchhoff nicht wechseln darf. Er wird uns das übel nehmen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber die Fans und auch Jan Kirchhoff werden es mir vielleicht irgendwann mal verzeihen, denn wir haben 59 Millionen auf dem Konto. Ich meine, was sollen wir mit Geld, ne? Ganz ehrlich, brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist ein gestandener Abwehrstar. Und genauso einer ist Kirchhoff. So viel steht nämlich mal fest. So, ja, erstes Saisonspiel steht auch an. Also, ne, wenn man mal den Cup da zu Beginn ein bisschen außen vor lässt, dann geht's jetzt die Saison nämlich erst richtig los gegen die Kickers. Gegen die Stuttgarter Kickers. Und werden wir uns auch im 3D-Modus angucken oder werden wir es nicht tun? Das ist die Frage. 3D-Modus, es könnte ein bisschen langweilig werden, ne? Gegen die Kickers. Deshalb müssen wir überhaupt noch mal gucken, wie wir so alles mitnehmen, Prödel. Ich hätte auch gern Bargfrede drin. Ich hätte so viele gern drin, ne? Es ist... Ja, nimm den Rakitic nicht mit. Kannst du auch nicht machen. Kannst du den Hand nicht zu Hause lassen. Kannst du Goufra, kannst du vielleicht zu Hause lassen. Was kann Alternativen auf den Flügeln? Wobei, Hand kann doch auch auf dem Flügel, ne? Ja, dann bleib Goufra zu Hause. Ist nicht ganz ideal. Mike Dauer entdeckt. Boah. Schön. Moral um 10 Punkte verbessert. Das kann er gerade gebrauchen. Die Moral ist gut bei Kirchhoff. Die Laune wahrscheinlich ein bisschen angefressen. Kann man allerdings auch verstehen irgendwo, ne? So, dann wollen wir ein bisschen Spiele, ein bisschen Gespräche führen. Komm, mit Arnie können wir auch mal reden. Ja, er wird auch nichts machen in der Verantwortung. Braucht dich in Topform, Junge. Ja, schön. Du trainierst sensationell, können wir ihm nochmal sagen. So, zweite Mannschaft, was gibt's hier noch so? Jan Gebhardt, boah, hier können wir nicht viel sagen. Ballbeck. Ballbeck können wir noch ein bisschen sagen, er soll körperlich stärker werden. Oh, macht noch ein bisschen Krafttraining, sehr schön. Boah, du könntest auch noch mal ein bisschen flanken, ne? Verbessern, bei allem, was recht ist. Immer rein da mit den Werten. Du hast das Talent, das du schaffen kannst. So, die Aufbauspieler, die müssen wir gut, ne? Die müssen gut einschlagen. Da haben wir auch mitunter eine Menge Geld ausgegeben, um die aufzubauen. Und genau das müssen wir die Saison sehen von der zweiten Mannschaft. Dass sie das wieder ein bisschen reinspielt. Und wenn man hier so auf die Stärken guckt, dann sieht man schon, das ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, André Gomes ist noch verletzt. Wie lange fehlt denn der noch? 28.08. Du warst auch bald wieder fit, ne? Dann geht hier wieder alles seinen sozialistischen Gang. So, habe ich immer noch nicht entschieden. Ach komm, machen wir 3D-Spiel. Wir sehen uns gleich. So, da sind wir schon beim Spiel. 0:6 ging das letzte Spiel aus zwischen Werder und den Stuttgarter Kickers. War wohl irgendwie mal ein Friendly, denke ich mal. Ich glaube, die Aufstellung können wir uns hier schenken. Bremen hier auf jeden Fall, ne? Das Team, was
hoch favorisiert ist und wo auch die erste Runde hier überhaupt kein Thema sein darf. Und ich habe auch den Spielern gesagt, hier 4 Tore sind Minimum notwendig. Mal sehen, ob das dann nach hinten losgeht. Militz aus seinem kleinen Formtief auch rausgekommen nach dem Spiel gegen die Bayern. Hat er ja super gespielt, ne? Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir hier jetzt keine gute Leistung binden. Bender hat sich auch wunderbar eingearbeitet, sagen wir mal. Hier Kirchhoff auf Elia, schon die erste Chance, 1-0. El Giro Elia. In der 5. Spielminute. Freut sich da mit Gorküv. Und Rafinha kommt auch noch mit dazu. Ach, Friede, Freude, Eierkuchen bei Werder. Nochmal der schöne Pass hier von Vossen. Und Elia dann. Easy going, ne? Aber man hat schon andere Spieler scheitern sehen, andere Mannschaften. Deswegen wollen wir hier uns weiter konzentrieren. Mpoku. Hier über die linke Seite mit der Flanke nach vorne. Die ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht, aber Mielitz. Der ist auch nicht schlecht, ne? 85. Oh, kann damit Neuer auf jeden Fall konkurrieren. Gott, wie verliert hier das Duell? Rafinha muss auch schon so ein bisschen defensiv arbeiten mit übernehmen. Ja, das ist bei ihm drin mit im Part. Ähnlich, oder ja, hauptsächlich bei Bender ist es ja, der muss ja nur defensiv arbeiten. Und hier ist Vossen durch. Vossen auf dem Weg zum 2-0, 83 stehen. Er macht einen Haken einfach, macht noch einen Haken, läuft wieder zurück. Was macht er denn da? Ist er der von allen guten Geistern verlassen? Wo rennt er denn hin? Oh, Gelb gibt es ja auch noch jetzt. Jetzt zieht er zumindest noch das Foul. Keine Ahnung, was da mit ihm los war. Wollte er ein bisschen... Oh, ich weiß es nicht. Läuft wieder einfach zurück. Da legt den Rückwärtsgang an. Wollte er nochmal umkurven. Ja, vielleicht war da einfach nur ein bisschen zaubern. Der Freistoß. Arnautovic, glaube ich, ist das. Arnautovic. Ja, in die Arme. So schießt dann Gott Kief nicht. Müssen wir nochmal gucken. Es gab Kief nicht der im Prinzip bessere Schütze. Naja. Schauen wir mal. So, Arnautovic jetzt nochmal auf Vossen. Jetzt schießt er nochmal den Schuss. Wieder abgeblockt. Wieder abgeblockt. Oh, Gott. War mit dem Schlenzerpass, der klappt aber auch nicht. Kirchhoff gegen Könige heißt es hier. Es hätte auch Kirchhoff, Kirchhoff gegen, weiß ich hier, Dembaba heißen können. Aber Kirchhoff musste in Bremen bleiben. Hat sich danach im Training aber sofort wieder reingehauen. Das ist als durchaus positiv zu bewerten. Poku, der Ball bleibt hängen. Gokrief. Das ist wieder Arnautovic. Pass zurück zu Bender. 0-1 immer noch. 20 Minuten rum. Das Spiel hat langsam so ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Bremen kontrolliert, verwaltet das Spiel. Und die Kickers sind natürlich bemüht, hier ein bisschen auch noch was nach vorne zu tun. Aber diese Defensive der Bremer, die ist so einfach nicht zu knacken. Jetzt aber schöner Schuss hier von Könige. Kennt man ja auch, ne? Müsste der von Aue sein, ne? Könige? Meine ich doch mal, dass er da gespielt hätte. Aber 100% bin ich mir natürlich nicht sicher. So, da haben wir Selassie. Der auf Korkyf. Was macht er? Der sieht Bender. Bender könnte jetzt passen zu Vossen, der wieder durch ist. Der schießt und wieder klasse Parade, ne? Der Vossen, der hat noch ein bisschen Pech hier beim Abschluss. Ähnlich wie Korkyf. Der kommt ja auch noch nicht so richtig ins Spiel. Aber der hat auch noch Schonfrist. Ganz klar. So, hier schöner Trickversuch. Bleibt aber wieder mal hängen. Bender mit dem Fehlpass. Das sehe ich ja nicht so gern, ne? Rafinha erobert den Ball zurück. Wird hier wieder von Könige abgenommen, der Ball. Der kann jetzt so ein bisschen zulaufen. Wird hier nicht richtig angegriffen. Sokratis nicht da. Und dann Vossen. Ja, da müsst ihr mal aufwachen jetzt hier. Elia. Gorküf. Hier verliert ihr wieder den Ball. Kirchhoff versucht, das Bein zu stellen. Kommt hier aber nicht durch. Dann ist das erstmal geklärt, ne? 0-1. Bremen. Aber mittlerweile ganz schön unter Druck hier. Flanke, kein Problem für Militz. Der jetzt auch einfach mal versuchen muss. Mit seinen 25 Jahren hat er ja schon ein gewisses Maß an Erfahrung aufgebaut. Das ist kein Grünschnabel mehr. Genau wie Jelle, das ist auch kein Grünschnabel. Also wir sind nicht nur eine junge Mannschaft, wir haben auch Erfahrung drin. Und genau so muss es sein. Es muss ein gesunder Misch sein zwischen jungen, wilden Akteuren, aber auch zwischen Routinees und erfahrenen Spielern, wie auch ein Gorküf zum Beispiel. Aber der muss sie natürlich erst noch finden im Bremer Spiel. Ist ganz klar, dass da noch nicht alles laufen kann. Ne? Hier verliert er wieder den Ball, setzt aber nach, aber boah, ne? Ist ein bisschen wenig noch. Ist noch ein bisschen wenig. Einwurf nichtsdestotrotz wieder für die Bremer. Elia versucht ihn in die Mitte zu köpfen, aber so doch nicht.
Rafinha mit dem schönen Pass. Forsten kommt da nicht ran. Oh, Fabrini schießt schon mal Bayer nach vorn. Haben wir den eigentlich komplett verkauft nach Bayer? Ich glaube ja, ne? Rafinha hier im Zweikampfduell. Könnecke könnte wieder schießen. Er ist da wieder durch. Ich glaube, der Kirchhoff ist mit seinen Gedanken noch in England, ne? Also da müsste insgesamt ein bisschen mehr kommen. Bin ich, finde ich, im Moment ein bisschen enttäuschend hier, das Spiel. So, Ilija jetzt schön vorbei, wird hier gefoult, ne? Ganz klar gibt der Freistoß. Aus einer guten Entfernung wieder Arnautovic wird schießen. Der Mann für die Standards hier bei Werder, müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken, ob da so mit rechten Dingen zugeht. Kopfballduell verliert Arnautovic. Und Solojew kann laufen hier aufs Tor. Sokratis verfolgt ihn jetzt. War stark, aber kommt nicht richtig ran. Und zum Glück verpassen da alle. Lewandowski gleicht aus für Dortmund. Die Kickers haben mehr Ballbesitz. Rafinha. Ja, warum nicht? Einfach mal nach vorne dröschen. Von den Chancen her ist es ausgeglichen. Relativ, ne? Für Selassie haben wir überhaupt keinen Mann mehr, ne? Der da noch. Ja, wir bringen mal Iggy. Kann auch Rechtsverteidiger spielen einigermaßen. Ja, da wollte ich nochmal gucken hier bei Gorky. Was kann der denn Standards? Freistöße 82. Und Arnautovic, was hat der bei? Gerade mal 80, ne? Mal hier in die Aufgaben rein. Das müssen wir vielleicht dann noch mal kurz schön nach Fähigkeiten hier sortieren. Gut, so dürfte es jetzt hinhauen. Jetzt müsste Gorkyf eigentlich zuständig sein für die Standards. Vielleicht strahlt das dann auch ein bisschen mehr Gefahr aus. Ein Wechsel hat gegeben und ich habe die Ansprache vergessen, verdammt. Ich habe alles vergessen in der Pause. Jetzt war ich so von der Taktik machen. Ja, das ist eigentlich so ein Fehler, den darfst du nicht machen, ne? Nicht in der dritten Saison. Sowas müsste da schon im Fleisch und Blut sein. Küf rennt da wieder nur hinterher, aber jetzt schön von Iggy. Forsten. Arnautovic. Ja, die nimmt ihn ein bisschen zu einfach, ne? Das wirkt alles so ein bisschen lapidar dahingespielt. So nach dem Motto, wird schon schief gehen. Und ich kann euch sagen, BS geht schief, ne? Ein Poku. Nochmal raus zu Solojew. Der gegen Sokratis muss. Kann die Flanke trotzdem bringen. Ja, Militz noch hier mit der einzige in Normalform. Lukas Schmitz mit dem weiten Pass. Fossen. Boah, wird wieder abgedrängt. Boah, starker Einsatz von Gorkyf. Jetzt müssen wir mal gucken, ne, wie wir wechseln. Also das Spektakel wird es wohl nicht mehr werden. Wir nehmen mal Bender raus und versuchen noch ein bisschen mehr Druck aufzubauen mit Rakitic. Kann ja nicht unser Ziel sein, hier uns hinten reindrängen zu lassen. Wieder Einwurf für Kickers. Also die Kickers, die spielen ja aber auch schon am Maximum, ne? Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Nichtsdestotrotz erwarte ich persönlich von meiner Mannschaft hier viel, viel mehr. Ja, müssen wir auch einfach mal, ne? So hart es klingt, hier gegen so eine Mannschaft den Einsatz hochjagen. Und dann wird halt hier überall gepresst. Und dann stellen wir die Abseits, die Abwehr komplett nach vorne. Wenn es dann so sein muss, dann muss es halt so sein, ne?
wenn ihr nicht lernen wollt, so jetzt Katastrophenfehlpass, aber den Ball kriegt er nicht unter Kontrolle. Immer wieder fällt das auf, hier kämpferisch die Kickers um einiges voraus hier. So, gibt nochmal einen Wurf jetzt. Es sind ja noch 28 Minuten zu spielen und in 28 Minuten, liebe Freunde, da passiert eine Menge Schuss, Mielitz. Himmel, Arsch und Zwirn. Was geht denn hier ab, bitte? Fehlpass, Grüttner komplett durch, hier kann schießen. Ja, zum Glück ist Mielitz da, ne? Wahrscheinlich, wie ich meine Mannschaft so kenne, wird sie dann so in der 70. Minute das 2-0 erzielen. Na, aber das ist dann... Oh, Riesenchance hier. Draußen noch gerade so rechtzeitig draußen. Der Flag geht ja genau zu Rafinha, der jetzt hier nochmal raus auf den Flügel legen will, aber der passt auch viel zu weit, viel zu weit. Einwurf für die Kickers. Und jetzt müsste das Pressing natürlich ziehen, ne? Jetzt stehen wir da extra und der Ball kommt trotzdem. Viel zu ungenau. Das, also da hat keiner mit gerechnet halt, dass wir den angreifen können. Die Kickers machen das gut. So, Schmitz müsste hier locker vorher sein. Faltert Handspiel, ne? Ja. Oh, Donk trifft hier, unser Ex-Spieler. Rafinha. Auf Gott, Küf. Er setzt sich überhaupt nicht durch hier. Keine Chance. Dann nehmen wir ihn jetzt auch mal runter, ne? Da habe ich auch die Schnauze voll. Wo ist er? Gott, Küf, runter. Hand rein. Also nicht. Gorky fand in diesem Spiel nicht statt. Das ist das Problem aus Bremer Sicht. Ja, und jetzt haben sie noch ein Problem, nämlich den Ausgleich der Kickers. Da bist du ja bekloppt, ne? Grüttner trifft. Was ist denn hier los? Boah, da zahlst du 15 Millionen Ablöse, ne? Und dann sowas. Hand vertändelt hier wieder den Ball. Also er spielt auch nicht besser, ne? Vielleicht kann er mit seiner Frische da ein bisschen was erreichen. Spielt da so ein bisschen Ping-Pong. Das war mal jetzt schön befreit, ne? Rakitic, vielleicht hat er so ein bisschen das Auge. Er sieht zumindest Jelle. Jelle aber heute auch nicht richtig da. Rakitic versucht immerhin nachzusetzen, aber mehr als ein Versuch wird es dann auch nicht. 1:1 oder das, das wäre ja mal ein Ding hier, ne? Erste Runde Pokal aus. Boah, jetzt mal Rakitic mit einem schönen Trick da vorbei. Die Flanke ist auch nicht schlecht. Pfosten geht aber nicht richtig hoch. Hand mit der Schusschance. Abgeblockt. Wie fight denn hier um jeden Ball? Sokratis erobert ihn zurück. Hand, jetzt hat er die Übersicht. Er spielt ihn genau in die Füße des Gegners. Arnautovic kämpft um den Ball. Jetzt auf einmal ist auch so ein bisschen Kampf bei Werder zu merken. Ich meine, da spielt sie gegen Bayern 5:4, ne? Und dann gegen die Kickers hier so ein Gegurke. Gib Gelb-Rot jetzt. Der hatte nämlich schon Gelb. Und vielleicht brauchst du denn sowas, ne? Freistoß an Arnautovic. Die Position ist auch gut. Ja. Beängstigend, beängstigend. Wenigstens Pfosten, der hier noch einigermaßen wach ist. Also darüber kann ich mich auch nicht wirklich freuen, ne? Klar, wichtiges Tor. Na, guckt euch an. Per Nachschuss. 2-1 Werder. Am Ende fragt natürlich keiner nach, wie es daran zu kommen ist. Am Ende ist das Ergebnis da, was wir brauchen. Aber das war schon eine Leistung, die ist... Da müssen wir uns hinterfragen, was da los ist in den Mannschaftsteilen. Hat man den Gegner hier wirklich so krass unterschätzt? Es wirkt so, es wirkt so. Hand nochmal jetzt auf Pfosten. Der müsste passen jetzt. Das dauert alles zu lange. Jetzt kommt der Pass. War vielleicht schon zu spät. Nein, war es nicht. Ja, 3-1. Eieiei. Nur am Ende, ne? Am Ende kannst du einigermaßen zufrieden sein. Man läuft das hier ganz bescheuert. Müssen wir noch in die Verlängerung. Aber einige Leistungen waren schon zum Weggucken. Ja, ne, Gorkyf eine 4. Das ist nichts, ne? Das ist... Vertrauen haben uns auch verkloppt, ne?
So, zweite Runde gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. So, wer ist raus? 14, 15. Die Bayern sind schon raus. Wolfsburg ist raus. Ja, was ist denn da los? Ja, holla die Waldfee. So, Jell ist immerhin wieder fit. So, die Auf- und Abwechslungsrunde der Vorbereitung. Ist da überhaupt jemand? Nö. Da passiert nicht viel. 60 Millionen auf dem Konto. Fanbeliebtheit ist unterirdisch. Jetzt kommt der internationale Supercup. Eieiei. Wir rasen von Termin zu Termin, ne, und sehen uns dann wieder im nächsten Part. Tschüssi.